So, also ich bin hier oben am Canadian Trail, am Kippfelsen in Freiburg. Bin ich hochgefahren mit diesem super coolen Elektrobike, Highbike, Full 9 S-Duro, Full 9 heißt es. Elektroantrieb, ziemlich cool. Man sieht, ich bin hochgefahren, der Akku ist noch ungefähr 60% voll. Also man könnte zweimal hochfahren mit dem Ding. Und ja, es fährt ziemlich zügig, ziemlich schnell. Bin eigentlich begeistert. Hab schon andere gefahren, die waren schlechter. Und jetzt gucken wir mal, wie ich verunglücke. Die Kamera hat nicht mehr so viel Strom, das heißt, es kann sein, die unterbricht die Aufnahme, aber kann ich jetzt nicht ändern. Auf geht's. Ja, Vorsicht, Unterstützung ein bisschen weniger und Satteltiefe. Moment. Ich muss sagen, mein Fahrerniveau ist unterstes Level. Ich habe selber nicht mal ein Fahrrad. Also hier zum Beispiel so einen Sprung oder so kann ich überhaupt nicht fahren. Weil man mit dem Bike also schon ein bisschen springen könnte, aber es ist nicht meins. Darum riskiere ich jetzt da nichts, sondern fahre einfach ganz normal ständig auf der Bremse. Wow, das ist mir, glaube ich, zu krass. Muss ich geschwind laufen. Wie gesagt, ich habe selber gar kein Fahrrad, ich bin Fahrradfahren überhaupt nicht gewohnt. Okay, da könnte man jetzt springen, wenn man es könnte. Ich kann es nicht, ich fahre einfach nur runter. Da liegen teilweise richtig spitze Steine auf dem Weg. Für ein bisschen muss man aufpassen. Das war schon mal in besserer Verfassung hier alles. So, erste Sektion hinter mich gebracht. Und die zweite folgt zugleich. Ja, mit dem E-Bike klettert man da ohne Probleme hoch. Kann man wohl hoch oder runter wählen? Keine Ahnung. Ah, okay. Nur eine kleine Gabelung.
da runter. Ja. Ziemlich rutschiger Boden hier. Ja, das ist wieder Sprung. Und jetzt wird es rutschig, glaube ich. Oh je, ziemlich anstrengend das Ganze. Für Arme und Beine auch. So, und hier geht es wieder direkt runter. Hat schon ein bisschen was von Achterbahn. Auf. Also fährt völlig mühelos bergauf. Dieser Motor ist echt gut. Hier geht's weiter wohl. Steil, rutschig steil, die Rippe hier. So, oh, fuck. Oh, das war schwierig. Oh, kurz Pause machen. Oh. Vorsicht, Sprung. Ja, da kann ich nur normal fahren. Wenn es jetzt nicht mein Fahrrad wäre, würde ich mal so einen Sprung machen, aber nicht, dass es mich wickelt und ich muss das Ding hier bezahlen. So, nächste Runde geschafft. Jetzt geht's weiter. Nummer 4. Oh, hier könnte man sich auch gut springen. Zack.
erste Runde geschafft. Kann aber noch an, aber läuft. So, ich bin schon bei 5 von 8. Also viel kommt jetzt nicht mehr. Wow, was geht da? Bergab, direkt. Direkt runter. Also wenn man wollte, gibt es schon einige Sprünge. Ich habe wieder vorne gesprungen. Zack, kleiner Sprung mal genommen. Wieder bergauf. Oh, war knapp. Einer weggerutscht.